Das ist zum einen natürlich eine gute, gediegene Fachausbildung, die aber flankiert werden sollten durch eine Sprachkompetenz. Und, das ist auch wichtig, Sprachkompetenz reicht nicht, man muss auch eine bestimmte Fähigkeit haben, in andere Kulturen einzutauchen. Und deswegen ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass man ein oder zwei Semester mal im Ausland studiert hatte. Da es eine private Hochschule ist, wo man auch für bezahlen muss, haben die Studentinnen und Studenten durchaus einen berechtigten Anspruch auf eine gute Ausbildung. Und die Ausbildung ist sehr gut und sie erschöpft sich eben nicht nur in der Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten. Ja, generell kann man sagen, der Frauenanteil an der ISM ist höher als an staatlichen Hochschulen. Über die Gründe mag man spekulieren, es ist aber so. Allerdings sind Frauen, wie Männer allerdings die Frauen, mehr außerordentlich selbstbewusst. Und das ist eigentlich etwas Positives. Insofern komme ich mit den Studenten eigentlich sehr gut zurecht. Sie sind sehr selbstbewusst. Auch was beispielsweise das äußere Auftreten angeht. Und das Outfit angeht. Also insofern ist das schon eine gewisse, sagen wir mal, Auswahl. Aber das muss ja alles andere als karriereschädlich sein.